Jo, hi zurück zu Days Gone. Ich bin hier in Wizard Island und soweit ich das verstehe, trennen mich noch 34 Meter von der nächsten Quest. Laufen wir doch mal hin. Das ist die, wo man dann wieder in den Norden geht. Ich sag mal fortsetzen. Ich hatte eine Offenbarung. Gestern kam eine neue Gruppe Rekruten hier an und sie wurden bereits vereidigt. Sie kommen von weit her, aus Osten, Westen, Süden und Norden. Ihre Ankunft an diesem Ort zu dieser Zeit ist kein Zufall. Sie berichten uns von weiteren Camps, wie das im Süden, das wir gesäubert haben. Camps von Degenerierten, Drogenabhängigen, Dieben und Mördern. Wir werden bedroht. Wir alle. Jeden Tag leben wir im Schatten des Todes. Doch diesen Schatten werfen nicht die tollwütigen Freaks, die uns umgeben. Sie sind Teil von Gottes Plan. Sie sind Teil von Gottes Strafe. Nein! Nein! Es sind nicht die Freaks, die drohen, uns zu vernichten. Es sind unsere Mitmenschen. Wie Noah. Vor uns bauten wir eine Arche zur Rettung der Menschheit. Für die Rettung des Wissens. Zum Wiederaufbau, wenn die Flut sich zurückzieht. Doch in dieser Zeit, hier am Ende der Welt, lässt Gott nicht die Ozeane ansteigen, um in einer Flut die Verdammten zu ertränken. Es gibt keine Taufe durch das Wasser. Nein, in dieser Endzeit sind wir die Flut. Wir ziehen aus, um die Welt zu taufen. Mit Feuer! Heute beginnt unser heiliger Krieg gegen jene, die Gottes Zorn erregt haben. Wir ziehen nach Norden. Wir oh, finden nach Norden. Die Verdammten. Alles klar. Und Brian hier, St. John. Komm. Okay, ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Und zwar jetzt sofort. Erledigt. Warte, wo bist du? Mitten im Crater Lake, Wizard Island, das Milizlager. Hast du die Panzerfäuste deaktiviert? Ah, oh, shit, noch nicht. Mach ich jetzt. Guck mich an, wenn du bereit bist. O'Brien, Ende. Zu den Panzerfäusten. Zu den Panzerfäusten? Okay. Bei den Türmen. Bestimmt bei den Türmen. Okay. Das ist ein Turm. Ganz genau, geht weiter. Aber andere Camps angreifen? Mann, das ist heftig. Komm schon, du verdammtes Scheißteil. Ja, okay. Ja, das ist kaputt. Jetzt muss ich zu Sarah. Sarah, Lieutenant Whittaker, kommen. Verdammt. Oh. Halt durch, ich komme. Kannst du das nicht, was auch immer du da tust, draußen machen? Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Ja, tja, scheiß auf seine Befehle. Hey, nicht so vorlaut. Die Dinge ändern sich hier und wer seine Befehle nicht befolgt... Es schläft nur. Sind wir sicher? Alles klar, die Luft ist rein. Okay. Was ist der Plan? Du musst deine Sachen packen, wir gehen. Wie sollen wir hier rauskommen? Es sind überall Wachen. Vertraust du mir? O'Brien, wir steigen jetzt auf den Gipfel und wir haben nur einen Versuch. Verstanden. O'Brien, Ende. Wer ist O'Brien? Wo gehen wir hin? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Hast du alles? Wir kommen nicht zurück. Ich bin fertig, gehen wir. Okay, bleib bei mir. Und wenn uns jemand sieht... Nein. Falls du den Zettel nicht gelesen Sauber. Hast.
Welcher Zettel? So, auf geht's. Komm. Warte, wer ist O'Brien? Wie bringt er uns hier raus? Wie gesagt, über ihn habe ich dich gefunden. Er war einer der Nero-Leute in dieser Nacht, als ich dich in den Heli gesetzt habe. Nero. Ja, ich weiß. Oh, Scheiße. Weaver. Nein, nein, nein. Den da. Den Kanister. Genau. Private. Hören Sie überhaupt zu? Konzentration, Mann. Der Kanister. Der da. Los. Hoch! Und ich will ihn nicht umfallen sehen. Uns freigelassen, Weaver, Mann. Scheiße, mehr Wachen. Okay, warte. Schon weg. Hey, komm schon. Gehen wir außen rum. Okay. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, der hierher? Ja, hör zu, das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich's dir. Sie fliegen also noch? Dann haben die bestimmt Ressourcen, Labore, Ausrüstung. Keine Ahnung. Hör zu, also die haben sicher was. Frag am besten O'Brien, wenn du ihn siehst. Noch eine Wache. Warte, ich lenk sie ab. Sei vorsichtig. Soldat, was machen Sie da? Tut mir leid, Ma'am. Hier ist Sperrgebiet. Sie widersprechen Ihrem Offizier. Hey, was? Ja, er schläft auch. Weiter geht's. Noch eine Wache. Ich muss sie irgendwie weglocken. Sei vorsichtig. Wow. Gut gemacht. Komm schon. Wir sind fast da. Wäre zu einfach, oder? Ich freue mich schon auf Moser. Du willst mit mir nach Lost Lake kommen? Aber ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Tun wir auch, aber ich will ihn sehen. Er ist wie ein Bruder. Ist ja nicht so, als hätten wir noch viel Familie. Verstehst du? Halt, ich lenk sie ab. Oh. Ein Eindringling. Soldat, komm her. Ma'am, das ist Sperrgebiet. Hey, was? Knuff. Sehr gut. Einschlag, na komm, es ist zu einfach. Ich sehe Tageslicht. Komm schon, wir sind gleich draußen. Es gibt jetzt richtig Ärger, würde ich sagen. Okay, das war's, wir sind oben. Okay, wir haben's geschafft. Wo ist er? Wo ist der? Wo ist der Brian? Er kommt gleich. Wir Mann, dies ist der Gipfel des Berges. Beachten Sie die wunderbare Aussicht. Weg da. Oh, Lieutenant. Ich zeige unseren neuen Rekruten hier gerade die Insel. Wir wollten gerade runter in die Arche. Kommen Sie doch mit. Meine Herren, das ist Lieutenant Whittaker. Sie leitet den Teil des Forschungsteams, das den Einsatz von Gift gegen unsere Feinde untersucht. Ach, wen haben wir da denn? Verräter! Oh, was zum Teufel? Hey, nein! Nein, zurück! Das hat jetzt mal nicht so gut geklappt. Matt, ich wollte Ihnen gerade sagen, hören dass Sie nicht auf Sie. Er ist ein Mörder und ein Spion. Warum sollten Sie ihm mehr glauben als mir? Sie kennen mich, Matt. Iron Mike, der Anführer des Camps Lost Lake, hat ihn geschickt. Das ist völliger Schwachsinn. Verstehen Sie? Ich kenne dieses Arschloch nicht mehr. Colonel, Sie müssen mir glauben. Es reicht! Okay. Ich höre. Ich schwöre Ihnen, er ist ein Spion. Doch, Matt, der Kerl ist verrückt. Sie kennen ihn doch gar nicht. Er taucht hier einfach so Lügner. Auf und Sie wollen ihn glauben. Aus welchem Camp soll ich deiner lügen? Meinung nach kommen? Sie glauben, ich lüge? Ist es das? Ich lüge nicht. Er soll seinen Rücken zeigen. Was? Zeigen Sie Ihren Rücken! Was reicht jetzt? Das ist die letzte Warnung. Wir werden der Sache jetzt auf den Grund gehen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Captain Khoury, sagen Sie, ist das das 8. oder 9. Gebot? Ich weiß es nicht genau, Sir. Sagen Sie, was Sie wissen. Keine Lügen, Sohn. Ich merke das. Im Lost Lake Camp
hat er eine Frau angegriffen. Was zur Hölle redest du? Corporal! Er hatte dabei kein Hemd an. Der Mistkerl hat eine Tätowierung auf seinem Rücken. Was Satanisches. Eine Art Hund, ein toter Hund, der sich durch eine Kette beißt, als wäre sie aus Butter. Ich zog ihn von ihr weg. Er war betrunken und wehrte sich. Aber wer weiß, was ohne mich noch passiert wäre. Er soll seinen Rücken zeigen. Und dann sehen wir, wer ein verdammter Lügner ist. Tut mir leid, Colonel. Die Fresse ist etwas sowas von... Umdrehen. Sie tragen ein Bildnis des Cerberus. Dem Hund des Hades. Wie passend, dass man sie entdeckte, als sie der Unterwelt entstiegen. Aber sie sind nicht Cerberus, nicht wahr? Deacon St. John. Sie verbergen sich hinter heiligen Namen. Ich habe niemandem was getan. Die Wahrheit ist, er wurde aus dem Camp geworfen. Hören Sie mir zu! Was ist mit Ihnen, Lieutenant? Wie praktisch, dass Sie bei dem Drifter waren, als der Nero-Helikopter vorbeikam. Colonel, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie waren in einem Nero-Camp, das überrannt wurde. Wie lange spionieren Sie schon? Wie lange? Matt, ich schwöre, ich habe nicht... Mehr Lügen! Das erwarte ich von Driftern. Von Typen wie ihm erwarte ich, dass sie mich betrügen. Aber ein Offizier... Colonel... Ich war's! Ich war's! Colonel, ich hab gelogen. Sehen Sie in meiner Tasche, da ist das Funkgerät drin. Ich hab sie angefunkt. Und ich hab sie angelogen. Ich bin Luke, den Lieutenant. Ich sagte, dass ich Hilfe bräuchte, um was zu überprüfen. Die Wahrheit ist, ich wollte nur eine Geisel. Deacon St. John, Drifter, bist du da? Hier ist Nero, hier ist O'Brien, Drifter. Tut mir leid. Corporal St. John ist nicht verfügbar. Moment. Wer ist da? Manchmal wird bei der Suche nach der Wahrheit das Blut Unschuldiger vergossen. Verzeihung, meine Liebe. Entlast Private Sarkozy, stimmt das? Ja. Und Curry, sperren Sie den Drifter weg. Morgen um 0700 wird er verurteilt. Und er wird hängen. Lieutenant, das reicht. Wir haben zu tun. So. Erzählen Sie mir doch vom Lost Lake Camp. Ja, Sir. Alles, was Sie wissen wollen. Lieutenant? Bitte. Na los, aufstehen. Autschi. Das war offen gestanden auch ein etwas dummer Gut. Versuch. Ich wusste ja, doch, okay. Dass Sie atmen. Leck mich. Das wollte ich hören. Das heißt, Sie sind wieder voll da. Okay, warum? Dieses Tattoo. Ein Hundeschädel um die Kette? Sowas sieht man nicht alle Tage. Ich habe recherchiert. Vor Ihrer Befreiung. Ich weiß nicht. Ich wollte das alles verstehen. Das hatte der Lieutenant an sich, als sie ins Camp kam. Ich glaube, das ist ihr. Ja, das Danke. Stimmt. Und ihre Frau heißt nicht Beth. Nein, heißt sie nicht. Und sie haben die ganze Zeit nach ihr gesucht? Yep. Ja. Sie fragten, warum? Es ist doch ganz einfach.
so wie ich das sehe, verdient kein Mann, der auf der Suche nach seiner Lady durch die Hölle geht, durch einen Strick zu sterben. Moment, Moment mal. Sie helfen mir? Das bedeutet, dass man sie auch hängen wird. Wir gehen nicht zurück. Der Colonel ist total verrückt. Heiliger Krieg in uns sieht. Was soll der Scheiß? Ja, gut, was ist der Plan? Was haben Sie vor? Wir gehen nach Osten. Ja, wir wollen bis nach Reno. Sie sollten mitkommen. Nein. Sie können nicht zurück. Die Miliz wird Sie sofort erschießen. Nein, ich werde nicht ohne Sie gehen. Und ich muss nach Norden. Ich muss Iron Mike warnen. Dafür ist es jetzt zu spät. Wieso? Wir haben in der Nacht den Santiam Pass geräumt. Was? Ein Konvoi brach früh am Morgen auf Richtung Norden. Oh, Scheiße. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mitwollen? Ja, bin ich. Viel Glück. Danke, für Sie, Mann. Dicken St. John. Und mein Zeug habe ich nicht, ne? Als ich dem Colonel von meiner Militärzeit erzählt habe, sagte ich hätte jede verdammte Minute gehasst, aber vielleicht wäre es nicht so mies gewesen, wenn ich unter ihm gedient hätte. Wer weiß? Das kann ja noch kommen. Okay, also von vorne anfangen oder was? Das Equipment ist leer, oder? Oh. Take the whole sheet. Sniper. Achso, ich kann mir ein paar Sachen aussuchen oder was? Okay, das habe ich ja richtig gut gemacht. Jetzt mal gucken, was ich wirklich brauche. Das ist blöd. Das Ding brauche ich. Komm her. Wo ist sie? Da, nein. Ah, komm, Leute. Das. So, und dann haben wir da noch das kleine Ding hier. Meine Güte, das muss ich alles irgendwie... Okay, was haben wir? Das Ding, das Ding ist eigentlich gar nicht so schlecht. Snipern wollen wir, glaube ich, hoffentlich nicht. Weiß ich nicht. Ja, das Ding ist auch shitty. Warte mal. Die will ich, komm. Yep. Da haben wir sie. Okay. Oder? Ja. So, ein Baseballschläger. Naja. Mit die Machete. Ja. Hammer. So, was fehlt noch? So, sonst haben wir überhaupt gar kein Zeug, ne? Ich weiß nicht, ob ich einen Sniper brauche, aber egal. Okay. Moped ist auch da. Ist ja schon mal nice. Wie sieht's denn aus mit Zeug? Ah. Das ist nicht so schlecht. Okay. Ich muss zurück nach Lost Lake. Ich muss nach Norden. Ich kann Usa retten, Ricky und Iron Mike, aber ich kann Sarah nicht retten. Ich kann Sarah nicht retten, aber die anderen. Es tut mir leid, Sarah. Es tut mir leid, aber ich werde nicht aufgeben. Ich finde einen Weg. Werde ich später holen, ich schwör's. Mensch, mach mal Platz. Ich muss nach Norden. Über den Santiam Highway. Jetzt geht es. Ja, es ist der schnellste Weg. Santiam. Hier lang. Nach Norden. Und haben die geräumt, oder was? Kontrollpunkt. Scheiße. Der war hier vorher noch nicht. Es gibt keinen Weg drumherum. Oh. Oh. Das wollte ich nicht. Ihn haben wir da hinten noch ein paar. Ups. Was?
Oh, Sniper. Musst du denn auf den alles draufballern, dass der mal kaputt geht? Okay. Sind halt einfach gut gepanzert. Okay, auch der ist kaputt. Gibt es nämlich den Sniper-Freund, oder? Und der Typ, der da kommt, okay. Und noch einer. Okay. Wow. Waren das alle? Komm schnell durch. Einer ist da noch, okay. Noch ein Sniper, okay. Wow. Das war der Sniper, oder? Noch einer da hinten? Nee.
gibt es noch den einen da hinten, oder? Upsi. Okay. Waren das alle, hä? Wo seid ihr denn alle? Ja, das dachte ich mir. So, weiter geht's. Ist weg. Schon rein. Wieso schießen du nicht? Wow. Das alle. Jova. Benzinkanister.
Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Okay, brauchen wir gar nicht. So, aber nochmal Moon laden. Auf geht's. Also gut, spreng ich mir den Weg eben frei. Noch wie so einen alten Molly. Brauchen wir was anderes? Also gut, spreng ich mir den Weg eben frei. Der Tunnel ist frei. Das war die Miliz. Alter, der ist frei. Weiter durch. Oh ne, nirgends. Okay, warum geht das nicht? Boom! Wow. Scheiße. Scheiße, raus hier. Ah. Komm ich oben aufs Dach? Weiß nicht, wie das ist. Nee. Dann kommt er hier durch, oder? Ja. Komme ich an den Rand, der sitzt da oben irgendwie. Oh, noch einer. Ja, es ist immer noch der. Alter, hau ab.
den selber weggesprengt oder was? Jo. Kriegen wir jetzt weggeschoben oder weggesprengt? Ja. Ah, ja, hier. Hörst du mich? Kommen! Boozman, bitte kommen! Jack, bist du das? Ja, bring sie hier rein, verdammt! Eddie, bring die Verletzten rein! Boozer! Jack, du bist gesund und munter. Ich hab ihn gebraucht. Bring sie rein! Los, verdammt! Los! Scheiße, pass auf! Ich komme, Boozer, ich bin fast da, aber... Skizzo! Er ist da, Boozer, er ist hinter dir her! Ricky, Lost Lake Camp, coming. Ricky, Iron Mike, coming. Scheiße. Dick, du lebst noch. Skizzo sagte, du wärst tot. Finde Skizzo, verdammt. Und Iron Mike. Ricky, rede mit mir. Was ist da los? Was? Wo ist Skizzo? Hat jemand Skizzo gesehen? Geschafft, Mann. Genau, Kumpel. Ihnen nach, lasst ihn nicht entkommen. Wo zum Teufel ist Skizzo? Ein paar von uns haben ihn gesucht, ohne Erfolg. Hey, kommt, wir müssen los. Keine Sorge, wir finden dieses Arschloch. Oh, Deke, Gott sei Dank, komm. Ricky, was ist los? Iron Mike, er wurde angeschossen. Oh, shit. Hey, du fauler Mistkerl. Ich wollte fragen, ob wir angeln gehen. Das Camp hat Hunger. Oh, das glaube ich nicht. Hast du sie gefunden? Gefunden? Deine Lady? Ja, sie ist gleich da draußen. Sie ist hier? Ja. Ja, als du es... Das hätte ich nie ohne deine Hilfe geschafft. Okay. Okay, gut. Gut. Ich will sie sehen. Sie muss ja eine tolle Frau sein. Alles durchzustehen. Wie meine Elisabeth. Okay, okay. Hier, Mike, hier. Mike, bitte nimm das. Hier. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich kann. Hier. Vorsicht. Ich lag falsch, Dick. Nein, nein, nein. Wir kriegen das wieder hin, Mike. Wenn du wieder auf deinen Beinen bist, dann machen wir beide. Ich lag falsch. Ich lag falsch. Tu, was du tun musst. Du musst das Camp schützen. Ricky. Ja, ich bin hier, Mike. Ich bin hier. Kaputt. Mike? Mike? Skizzo, ey.
Den kriegen wir noch. Bambusa, wo ist der? Es fällt mir schwer, das zu sagen. Iron Mike ist tot. Ja, er wollte Skizzo aufhalten, als die Miliz sich zurückzog. Und wie Iron Mike nun mal ist, wollte er mit ihm reden und... Okay. Ja, ich... Ruhe! Gott verdammt! Das wird keine Rede! Iron Mike würde das nicht wollen! Wir haben keine Zeit dafür, weil... Weil die wir heute getötet haben, es gibt mehr von ihnen. Viel mehr. Ich war in ihrem Camp, ich habe ihre Armee gesehen. Und wenn sie wiederkommen, werden sie jeden Einzelnen hier abschlagen. Zumindest werden sie es versuchen. Es sei denn, wir greifen zuerst an. Hey! Hey, Ruhe! Seid jetzt ruhig! Hört ihm zu! Iron Mike hat ihm vertraut, also solltet ihr ihm auch vertrauen! Nein, tut mir leid, hört mal. Ich kann das nicht, ich bin nicht Iron Mike. Ich bin ein gottverdammter Drifter. Du hast recht. Auf Wiedersehen. Nein, ich werde nicht gehen. Sieh mich an, hör zu. Okay, sag Busa, er soll zu meiner Hütte kommen. Okay, also das hier habe ich in einem Bunker gefunden. Warte, ist das... Ja. Wir brauchen einen Truck. Was Großes, sowas wie ein Kipplaster. Und den beladen wir mit, Ammoniumnitrat? Ja, dazu kommen ein paar hundert Liter Kreosot. Eine riesige Düngerbombe. Das ist dein Plan. Oh mein Gott. Die Miliz hat die gesamte Insel zu einer Festung gemacht. Ich habe die Zivilisten in den Höhlen, du hast die Arbeiter und die als ungeeignet für den Dienst am Camp gelten. Und du hast das Waffenlager und die Garnison direkt am Haupttor. Schlagen wir dazu, treffen wir die Miliz direkt ins Herz. Was ist mit Sarah? Na, ich sehe, er ist in den Höhlen. Der Colonel nennt es die Arche. Woher weißt du, dass sie nicht einfach alle umbringt? Sarah und all die anderen. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die Explosion wird so viel Verwirrung und Chaos verursachen, dass ich da reinkomme und sie rausbringe, bevor sie was merken. Hör zu, es geht hier nicht mehr nur um Sarah. Der Colonel hat uns allen den Krieg erklärt. Und er hat eine ganze Armee hinter sich. Iron Mike und die anderen sind nur die ersten Opfer in diesem Krieg. Und es wird ein kurzer Krieg, wenn wir nicht zuerst zuschlagen. Ich sagte nicht, dass es ein guter Plan ist. Nein, es ist ein beschissener Plan. Machst du mit, Bruder? Oh, da bin ich dabei. Okay. Tja, wir werden das nicht allein schaffen. Okay, wenn noch irgendjemand mitmachen will, greift ihr beim Südtor an. Mhm. Denn nach der großen Explosion wird die gesamte Miliz bestimmt zum Haupttor laufen. Mhm. Gut, wir brauchen ein paar Sachen. Wir haben doch einen Knall. Wow, okay. Ja gut, aber die große Bombe lassen wir erst beim nächsten Mal gehen. Okay, also, bis dann. Ciao.